Der oberste Gerichtshof wurde 1952 gegründet, hat seinen Sitz in Luxemburg und ist das höchste rechtsprechende Organ in der EU. Seine Aufgabe ist die Einhaltung des EU-Rechts sicherzustellen. Der Gerichtshof spaltet sich in zwei Teile auf, den Gerichtshof und den Gericht. Der Gerichtshof besteht aus je einem Richter pro EU-Land, zu denen 11 Generalanwälte kommen. Eine Aufgabe des Gerichtshofs ist, Fragen der nationalen Gerichte zu beantworten, damit alle Gerichte das Unionsrecht einhalten können. Außerdem ist er dafür zuständig, Rechtsstreite zwischen Unionsorganen zu behandeln und von der EU-Kommission eingereichte Klagen gegen einen Mitgliedstaat zu behandeln. Das Gericht besteht aus je zwei Richtern pro EU-Land und behandelt Klagen von Bürgern und Unternehmen über gegen sie gerichtete Entscheidungen eines Unionsorgans. Außerdem behandeln sie die gegen von Mitgliedstaaten eingereichten Klagen gegen die Kommission. Die Hauptthemen, mit denen es sich befasst, sind also umfangreich. Oft geht es jedoch um Marken, Wettbewerb, Landwirtschaft und Terrorismusbekämpfung. Die Europäische Zentralbank wurde 1998 gegründet und hat ihren Sitz in Frankfurt. Der italienische Präsident der EZB ist Mario Draghi. Weitere Mitglieder sind der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank und alle Präsidenten der nationalen Zentralbanken aller EU-Mitgliedstaaten. Die Aufgabe der Zentralbank ist dafür zu sorgen, dass es dem Euro gut geht. Dafür sorgt die EZB, indem sie für die Kaufkraft des Euros gewährleistet und Schwankungen des Geldwertes vermeidet. Dieses Ziel gilt als erreicht, wenn die jährliche Inflation im Bereich von 2% bleibt, damit für eine solide Kaufkraft des Euros gesorgt werden kann. Dafür sorgt die EZB, indem sie die Geldmenge steuert, die in der EU im Umlauf ist. Der Europäische Rechnungshof hat seinen Sitz in Luxemburg und wurde 1977 gegründet. Er besteht aus jeweils einer Person aus jedem Mitgliedstaat, darunter auch Präsident des Europäischen Rechnungshofes Klaus-Heiner Lehne. Jedes Mitglied muss vom Europäischen Parlament und vom Europäischen Rat einstimmig bestätigt werden. Der Europäische Rechnungshof überprüft und kontrolliert die Einnahmen und Ausgaben der Europäischen Union. Aus diesen Daten erstellt er einen jährlichen Bericht. Dieser Bericht hilft der EU für die Finanzplanung, die man auch EU-Haushalt nennt. Die nationalen Rechnungshöfe sind dazu verpflichtet, wichtige Daten an den Europäischen Rechnungshof zu liefern. Tun sie dies nicht, droht ihnen eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Der Rat der Europäischen Union, auch genannt Ministerrat, hat seinen Sitz in Brüssel und wurde 1958 als Rat der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gegründet. Mitglieder sind Minister aus allen EU-Ländern, je nach behandeltem Politikbereich. Der Vorsitz wechselt alle 6 Monate zwischen den Ländern. Im Rat der Europäischen Union kommen Minister aus allen Ländern zusammen, um Rechtsvorschriften zu diskutieren, zu ändern und anzunehmen. Die anwesenden Minister sind befugt, für das von ihnen vertretene Mitgliedsland zu handeln. Außerdem wird auch über die Außen- und Sicherheitspolitik gesprochen. Die Gesetzgebung in der EU ist die Aufgabe des sogenannten institutionellen Dreiecks. Das sind die europäischen Organe, Kommission, Parlament und Ministerrat. Für das Erlassen der Gesetze sind Ministerrat und Parlament zuständig. Für die Entwürfe sorgt in der Regel die Kommission. Ministerrat und Parlament können die Kommission jedoch zu solchen Initiativen auffordern. Nachdem die Kommission einen Vorschlag für ein Gesetz gemacht hat, prüft das Parlament den Standpunkt der EU gegenüber dem Gesetz. Hier übernimmt die Kommission gegebenenfalls noch einmal Änderungen, worauf der Rat dann die endgültige Entscheidung treffen kann, ob das Gesetz übernommen wird oder ob noch einmal Änderungen gemacht werden. Werden noch einmal Änderungen übernommen, bezieht die Kommission noch einmal Stellung, bis es dann zu einer zweiten Sitzung kommt, in der das Parlament nun endgültig entscheiden kann, ob das Gesetz übernommen wird oder nicht. Das Parlament kann an dieser Stelle noch einmal weitere Änderungen vornehmen, die dann vom Rat akzeptiert werden können. Die Kommission hat jedoch die Möglichkeit, die Änderungen abzulehnen, wodurch es zu einer endgültigen dritten Sitzung kommt, dem Vermittlungsaustausch zwischen Rat und Parlament. Dies ist die letzte Chance, das Gesetz zu übernehmen oder nicht. Als letztes haben wir noch ein Schaubild, in dem man die Zusammenhänge der europäischen Organe gut nachvollziehen kann. Vielen Dank fürs Schauen bis hierhin. Gleich bekommt ihr noch die Quellenangaben.